Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute begrüßen wir zu einem Showmatch hier auf dem YouTube-Kanal von My Dart Coach Pikachu Ricardo Pietreczko. Hey! Moin! Da ist er ja. Neu aus dem Team My Dart Coach und er spielt gegen einen alten jungen Hasen aus dem Team My Dart Coach, Luis Jansen! Hey! Ja, dann lasst die Spiele beginnen. 9 Darts ausbullen und dann. So, liebe Zuschauer, da starten wir auch direkt rein in das Showmatch zwischen Ricardo Pietreczko und Luis Jansen. Ricardo kann hier das Ausbullen für sich entscheiden. Der Mann, der eine bärenstarke Q-School gespielt hat, der in der EU Q-School seine Tourkarte gewonnen hat für die nächsten 2 Jahre auf dem Profi-Circuit vertreten sein wird und dort wirklich konstant eine gute Leistung abgerufen hat, der am Ende beim dritthöchsten Average von allen 350 Teilnehmern über 7 Tage steht, bei über 90, das ist wirklich stark und da wird er auf der Pro Tour auch mit gut zurechtkommen. Beide kommen hier relativ verhalten rein. Luis Jansen, auch ein unwahrscheinlich talentierter Spieler, der schon etwas länger im Team bei Dart Coach ist. Ricardo Pietreczko jetzt relativ neu dabei, aber Luis, ja, in dem Sinne schon ein alter Hase, auch wenn er jetzt gerade erst 17 geworden ist, vorhat die Development-Tour zu spielen im nächsten Jahr, aber einen unwahrscheinlich guten Pfeil spielt, der gerade im Online-Bereich viel spielt, dort regelmäßig Averages jenseits der 80 raushaut. Das ist für Ricardo natürlich nichts Neues oder nichts Besonderes mehr, von dem wissen wir, dass er schon lange Averages jenseits der 80, jenseits der 90 und auch an die 100 abrufen kann. Ja, Luis hier eigentlich mit einem guten Scoring, aber oftmals mit einem Dart, der ihm da wegrutscht. Ja, Ricardo, dem der Pfeil hier ein bisschen abrutscht, der sich dadurch kein Finish mehr stellen kann. Und wieder ein Pfeil, der bei Luis weggeht, gleicht er dann gut aus, stellt sich aber auf 159 Rest. Das ist eine Bogey-Number, die kleinste Bogey-Number, somit kein Finish. Ricardo direkt mit 2 Darts im Triple. Das will er natürlich direkt ausnutzen. Stellt sich hier auf 66, das ist natürlich stark. Und wählt hier den Weg über die Triple 18 für die Doppel 6, nicht über die Triple 10, 15 und macht den rein mit dem letzten Dart. Somit steht es hier 1-0 für Ricardo Pietreczko. Alles noch in der Reihe, alles noch drinne. Und Luis hat Anwurf. Startet hier mit einer 60. Und Ricardo hier gleich wieder mit 2 im Trippeln. Und er wirft eine 180. Das sind 3 perfekte Darts. Ja, Luis kann nicht so ganz mitgehen. Ricardo kann das Leck jetzt von vorne spielen. Ah, und der ist leider nicht drin. Somit kein 9 Dart Finish mehr möglich. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, Ricardo, für den jetzt ja, der jetzt auf völlig neues Territorium geht, viel in England auch sein wird, viel unterwegs sein wird, um sich dort mit den größten Spielern im Dartsport zu messen. Hier wieder mit einer starken Aufnahme, steht bei 130 Punkten Rest nach 9 Darts. Das ist natürlich unwahrscheinlich stark, das ist auch ein Niveau, mit dem er jedem gefährlich werden kann, auch auf dem Profi-Circuit. Und wird jetzt einen Dart bekommen auf Bull zum 12er. Und den verpasst er knapp. Luis so ein bisschen hinterher in seinem Anwurf-Leck. Aber wenn Ricardo auf 25 Punkten Rest nach 12 Darts steht, dann ist das natürlich schon unwahrscheinlich stark. Muss man schon sagen. Und stellt sich die Doppel-12 hier. Die verpasst er wieder, die Doppel-6 wie im ersten Leck. Und diesmal macht er ihn schon wieder. Wieder mit dem dritten Dart. Das ist natürlich stark.
hat jetzt Anwurf schon zum Match. Ja, Louis Jansen, der jetzt vorhat, die Development Tour zu spielen in diesem Jahr, sowohl in Deutschland als auch in England. Ja, wie bereits erwähnt, ein unwahrscheinlich talentierter Spieler, von dem wir sicherlich noch einiges sehen werden, gerade weil er auch noch so jung ist. Da wird es spannend zu sehen, wie er sich auf der großen Bühne schlagen wird. Und Ricardo hier gleich wieder mit einem Dart im Triple. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Luis bereits seit 2020 im Team bei Dart Coach. Ricardo seit Anfang des Jahres 2022 direkt nach der Q-School dem Team beigetreten und den letzten Dart so ein bisschen ab in die 3 hier. Da ist wieder sind zwei Ausreißer bei Luis und mit dem dritten korrigiert er das dann ein bisschen, aber das ist zu wenig, um Ricardo hier richtig unter Druck zu setzen. Der kann das Leck zum Match einfach weiter von vorne spielen. Hat schon wieder einen im Triple, das ist natürlich eine gute Leistung. Stellt sich hier auf 158 Punkte Rest. 286. Der steckt gut und der rutscht halt wieder so ein bisschen ab und mit dem letzten kann er es dann wieder korrigieren. Etwas zu viele Ausreißer hier. Ricardo geht den Weg über die Triple 18 für noch eine Triple 18 für das Bullseye, anstatt über zwei Triple 20er für Doppel 19 und den verpasst er knapp. Der war am Draht. So mit 158 zum Match auf Bull verpasst. Der letzte, mit dem Luis das ein bisschen ausgleicht, macht nochmal ein bisschen Druck, stellt sich hier einen 3-Dart-Finish. Und diesmal ist es die 13 für die Doppel-6, die ja das ganze Spiel schon gut funktioniert hat. Und auch den macht er rein und somit gewinnt Ricardo das interne Duell bei MyDartCoach gegen Luis Jansen mit 3-0. Junge, wie knapp das war, 058 Checks, ne? Junge! 83,5.